Moin, liebe Grillfreunde. Erstmal super, dass ihr alle wieder da seid. Heute geht es darum, wie ermittle ich den Füllstand meiner Gasflasche. Manchmal ist das wichtig, man möchte das manchmal wissen. Es gibt da so ein paar einfache Tricks, wie man das machen kann. Und die möchte ich euch jetzt zeigen. Zwei handelsübliche Gasflaschen, je 5 Kilo. Zwei unterschiedliche Füllstände. Und die wollen wir jetzt herausfinden. Dazu kommen wir jetzt direkt zum ersten Trick. Das Einzige, was wir brauchen, heißes Wasser. Das heißt, ich habe hier einen Wasserkocher. Jetzt gehe ich bei und gieße das Wasser einfach ganz vorsichtig über die Flasche. Sehe aber zu, dass wir im Grunde genommen überall vernünftig über die Flasche das Wasser verteilen. Das Gleiche machen wir auf dieser Seite, also bei dieser Flasche. So. Durch das heiße Wasser haben wir jetzt in dem Bereich, wo Gas ist, eine kalte Flasche und in dem Bereich, wo Luft ist, also kein Gas, eine warme Flasche, weil das Metall einfach dort viel länger die Temperatur hält. Wenn ich hier jetzt einfach mit zwei Fingern rübergehe, merke ich, es ist heiß, 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 jetzt wird es kalt, richtig kalt, kühl, kein Problem. Das heißt, es geht kalt runter, der Füllstand muss also in etwa hier liegen, diese Flasche ist augenscheinlich voll. Nimm die zweite Flasche. Heiß, 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 immer noch heiß, kaum anzufassen, weil das Wasser fast gekocht. Ich kann eine Pause machen, gehe hier runter. Es ist immer noch sehr heiß, hier wird es kühl. Hier in diesem Bereich muss der Füllstand liegen. Hier ist es kalt, hier kann man fast nicht anfassen. Machen wir eine kleine Markierung. Hier in etwa dürfte der Füllstand bei dieser Flasche liegen und hier in etwa, bei der Flasche. Kommen wir zur zweiten Methode. Das heißt, wir wiegen die Flaschen. Dafür habe ich hier einfach so eine Kofferwaage besorgt. Das Ganze ist, sowas ist ganz preiswert zu haben. Ich fange also an. Die erste Flasche, Kofferwaage, Kofferwaage einschalten. Die Kofferwaage tariert sich automatisch auf 0. Wir wiegen. Und sehen, wir haben 7,3 Kilogramm. Auf der Flasche ist das Tara-Gewicht aufgedruckt, das heißt 6,2 Kilo ist das Eigengewicht der Flasche. Folglich ist der Gasinhalt sehr einfach zu ermitteln. Flasche 1, wir haben gemessen mit der Waage 7,3 Kilogramm und haben ein Flaschengewicht von 6,2 Kilogramm. Das heißt, einfach ausgerechnet 1,1 Kilogramm Gasinhalt. Was haben wir rausbekommen? 1,1 Kilo, 5 Kilo Flasche, das heißt so ganz grob ein Fünftel ungefähr. Vergleichen wir das Ganze mal mit unserer Markierung. Kann man sich ungefähr vorstellen, 1, 2, 3, 4, 5, ein Fünftel. Da liegen wir also ziemlich gut, würde ich sagen. Kommen wir zur Flasche 2. Wir haben die Waage eingehängt und ziehen hoch, haben 11 Kilo, ungefähr 10,9, sagen wir 11 Kilo. Tara-Gewicht 5,78, also sagen wir mal 5,8. Also unsere Flasche 2, wir hatten 11 Kilo und 5,8 Kilo war Tara, heißt 5,2 Kilogramm, diese Flasche ist voll. Unser Ergebnis ist also 5,2 Kilo. Die Flasche soll eine Gesamtfüllmenge haben, eigentlich von 5 Kilo. 5,2, die Flasche ist also gut voll. Und das sehen wir auch hier, wenn wir uns mal die Markierung angucken. Das passt also auch. Man muss dazu sagen, natürlich habe ich die Flasche auch gerade frisch gekauft. Deswegen weiß ich, dass sie voll ist. Jetzt habe ich mir noch so ein Wundergerät bestellt. Der Nachteil bei den anderen beiden Methoden ist ja, dass die Flaschen immer ausgebaut werden müssen. Mit diesem Gerät können wir es also so testen, ohne die Flasche aus dem Grill zu nehmen oder aus dem Wohnmobil oder wo immer die eingebaut ist und dann einfach den Füllstand testen. Wir wollen mal sehen, wie das hinhaut. Die Messung funktioniert mit Ultraschall. Ich muss also sehen, dass ich dieses Messgerät wirklich senkrecht auf die Flasche halte, also 90 Grad in alle Richtungen.
Das ist nicht ganz so einfach, wie ich ausprobiert habe. Wie man sieht, hier ist es rot, obwohl es die volle Flasche ist. Manchmal ist es grün. Es ist also schon ein bisschen schwierig, wie wir sehen. Grün, okay? Rot, nicht okay. Grün. Also, grün, ja, es funktioniert manchmal, aber auch nicht immer. Es ist also scheinbar sehr schwierig, wie man sieht. Es ist mehr so ein Zufallsexperiment. Es ist auch schwierig, immer den richtigen Winkel zu treffen. Also ehrlich gesagt, überzeugt mich das jetzt nicht. Ich versuche es noch einmal, richtig schön. Die Flasche ist schön sauber, wie man sieht. Ich presse kräftig, wie beschrieben. Und ich kriege, ehrlich gesagt, ziemlich wackelige Ergebnisse. Wenn man sich darauf verlassen will, ja, also es ist eher ein Schätzeisen, würde ich sagen. Ich bin damit nicht so zufrieden. Jetzt nehmen wir nochmal die schwierigere Flasche. Hier wird es natürlich nun eng. Wir haben hier den Füllstand. Messen wir mal hier, kriegen wir auf jeden Fall ein rotes Ergebnis. Das ist auch absolut okay. So, jetzt komme ich aber deutlich in den Bereich, wo Gas ist. Und wir sehen, das ist also fast nicht möglich, weil hier unten auch schon der Bauch einfängt der Flasche. So brauche ich nicht messen. Aber es ist einfach so, dass es sich kaum detektieren lässt hier. Egal wie ich ansetze, wie oft ich auch versuche. Also Freunde, das Ding für mich, also mich überzeugt es überhaupt nicht, das geht direkt zurück. Kommen wir zum Fazit. Sicher, jemand, der jeden Tag mit Gas zu tun hat, mit Gasflaschen zu tun hat, der kann aus dem Handgelenk mehr oder weniger feststellen, wie viel Gas ist ungefähr noch in der Flasche. So als Hobbygriller, so wie ich, kann man das eben nicht, möchte vielleicht trotzdem mal wissen, wie sieht es so aus mit meinem Füllstand, wann brauche ich neue Gasflaschen etc. Dafür taugen diese beiden Methoden, die ja wenig Geld kosten, eigentlich problemlos. Da bekommt man schon eine tolle Aussage. Dieses Gerät hat es nun eben leider noch nicht gebracht. Davon hatte ich mir viel versprochen, aber das wurde ja gar nicht erfüllt. Auf jeden Fall möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zuschauen. Das ist immer super. Ihr könnt gerne einen Kommentar schreiben, einen Daumen nach oben oder unten geben. Vielleicht auch mich abonnieren, falls ihr das noch nicht habt. Ich muss auch noch Danke sagen bei Kameramann Jan. Und ich hoffe, dass wir uns echt bald wiedersehen. Und sag einfach bis dahin. Tschüss.